So, ich lese EUR leicht gemacht, die Einnahmeüberschussrechnung, ein Lehrbuch für Studium und Praxis. Das ist dieses Buch. Und in Lektion 20 der Gewinnermittlungsart bin ich angekommen bei Großübersicht 26 Wechsel der Gewinnermittlungsart. Die teilt sich in mehrere Teile, nämlich in einen Teil A und einen Teil B. Wechsel von der Einnahmenüberschussrechnung zur Bilanzierung und es geht um den Sachverhalt. Es gibt eine Beschreibung, in Klammern Behandlung in der Gewinnermittlung und es gibt Gewinnauswirkungen. Im Zweifelsfall steht da, ob das gewinnmindernd, gewinnerhöhend ist oder keine Korrektur erfolgen muss. Und beim Wechsel von der Bilanzierung von der Einnahmenüberschussrechnung, beim Wechsel von der Bilanzierung zurück zur Einnahmenüberschussrechnung gibt es die gleiche Liste. Die werde ich jetzt nicht im Einzelnen vorlesen. Damit ist die Lektion beendet und es kommt Lektion 21, die Einstellung der selbstständigen Tätigkeit. Und damit geht das gleich weiter. Tschüss.